Was wir heute versuchen wollen und was wir heute versuchen müssen, ist, dass wenn Sie heute Nachmittag diese Veranstaltung wieder verlassen, dass Sie dann das Gefühl haben, dass wenn Sie über die Frage nachdenken, was würde ich machen? Was würde ich machen, wenn ich in der Situation bin, ein solcher Olympia, ein Sportler zu sein, wie würde ich mich dann entscheiden? Würde ich mich an dieser Stelle einsetzen? Würde ich selber protestieren? Würde ich nicht das trauen? Hat das überhaupt Sinn? Sollte ich das machen? Und wenn wir es schaffen, dass Sie dieses Gefühl haben, dass Sie sich hier persönlich einsetzen sollten für diese Sache, dann denken wir, dass wir heute eben auf der Regierungsseite die Überzeugungsleistungen geleistet haben, die heute unsere Aufgabe ist. Wie wollen wir das machen? Das wollen wir machen, indem wir die großen Fragen angreifen, die einem kommen können, wenn man vor dieser Entscheidung steht. Die großen Fragen und Sorgen, die einem möglicherweise als erstes in den Kopf springen, wenn man über diese Entscheidung nachdenkt. Und diese Sorgen sind erstens, warum jetzt? Warum genau dieses Mal? Warum in Sochi? Das zweite, warum ich? Warum nicht jemand anders? Kann das nicht irgendwer machen? Irgendwie noch auch nur einer von vielen? Dann, warum Olympia? Was macht gerade Olympia so besonders, dass diese Veranstaltung das rechtfertigt oder irgendwie auch fordert, dass man das möglicherweise machen sollte? Und dann möchten wir auch auf Sorgen eingehen. Also was für Gefahren sind möglicherweise auch dabei? Und sind diese es möglicherweise wert, irgendwie aus dem Weg geräumt zu werden? Also, warum jetzt? Wir haben gesehen bei der Leichtathletik-WM in Moskau, dass in Russland im Moment ein extrem homosexuell feindliches Klima herrscht. Wir haben Gesetze in Russland, die dafür sorgen, dass Homosexuelle sich nicht frei in der Öffentlichkeit ausleben können. Die dürfen homosexuell sein, aber es ist so begrenzt ungefähr, dass sie es niemandem sagen dürfen, niemandem zeigen dürfen und auch irgendwie generell aus dem öffentlichen Raum komplett verbannt ist. Es ist eine Sportlerin ausgeschlossen worden von dieser Veranstaltung der Leichtathletik-WM, weil sie ihre Fingernägel in einer Regenbogenflagge lackiert hat. Wir denken, dass wir hier also ein sehr homosexuell feindliches Klima haben und denken generell, dass Homosexualität etwas ist, was anerkannt sein sollte, was die gleichen Rechte als Homosexueller, sollte man die gleichen Rechte besitzen wie als Heterosexueller. Wir denken, dass an dieser Stelle die sexuelle Ausprägung und Neigung nicht irgendwie einen Unterschied rechtfertigt und dass man seine Sexualität frei ausleben sollte und frei demonstrieren können sollte, auch auf Olympischen Spielen. Und wir sagen, dass gerade dieser zweite Wettbewerb, also gerade diese Winterspiele im Sport, deswegen gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Das Problem gab es auch schon vielleicht letztes Mal, vorletztes Mal bei den Olympischen Winterspielen, aber gerade jetzt ist es hochrelevant. Dieses Mal ist es besonders wichtig, weil wir einen Rückschritt in Russland sehen und gerade wenn dieser Rückschritt gemacht ist, eine Symbolwirkung in die andere Richtung erzeugen muss. Deine Frage. Du opferst doch aber bestimmt auch irgendwas an der Medaille, deine zukünftige Karriere. Erklär mir doch mal, was du da opferst, was für dich auf dem Spiel steht. Man opfert seine Medaille. Ich werde darauf noch eingehen. Also, warum sollte man das bei Olympia machen? Wir denken, dass Olympia gerade die oder eine historisch sehr gut für diese Symbolleistung geeignete Institution ist, eine gute Veranstaltung. Wir haben gesehen, als es Diskriminierung von Schwarzen in den USA gab, als es Diskriminierung von Schwarzen generell auf der Welt weit verbreitet war, haben wir gesehen, dass Olympia eine ideale Plattform dafür war, dass man sich vorne hinstellen konnte, seine sportliche Leistung zeigen konnte und sagen konnte, Black Power, wir sind dafür, dass wir die gleichen Rechte haben wie andere und das eben nicht nur durch diese Sportler selber gemacht wurde, sondern auch durch Unterstützer, die dafür auch teilweise in ihren Ländern danach abgestraft wurden von ihren Gesellschaften. Und wir sagen, das hat eine riesige Symbolwirkung gehabt. Und diese Leute werden dafür immer noch erinnert. Wissen Sie, welche Goldmedaille die gewonnen haben? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass sie diese Symbolwirkung erzeugt haben und ich weiß, dass sie den Kampf, der richtig war an dieser Stelle, weitergebracht haben. Ganz genau. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich erinnere mich an diese Symbolwirkung. Das lebt länger als der persönliche Ruhm dieser Person. Das heißt, es ist wichtiger als das Stück Metall an dieser Stelle. Es ist wichtiger, dass man hier für die richtige Sache sich einsetzt, als eben genau dieses eine goldene Objekt. Aber warum ich? Warum soll ich meine Medaille aufs Spiel setzen? Wenn ich sage, dass meine Medaille irgendwie vielleicht wertvoller ist als die Medaille von jemand anderem. Der kann das doch aufs Spiel setzen. Ich habe gesagt, diese Sache an sich ist wertvoller als eine Medaille, aber das muss ja nicht meine sein.
Und hier sagen wir, warum nicht ich? Warum nicht ich an dieser Stelle? Wenn ich es nicht mache, wer macht es dann? Wer macht es überhaupt? Wir tragen alle eine kollektive Schuld daran, dass es strukturell in dieser Veranstaltung nicht möglich ist, diese Äußerung zu treffen, obwohl diese Äußerung unserer Meinung nach richtig ist. Und wenn wir Teil dieses Systems sind und uns nicht dagegen auflehnen, dann sind wir Teil dieses Systems und damit mitverantwortlich, dass dieses System in diesem Ausmaß weiter fortbesteht. Und wir sagen, das ist ein Problem. Wir sagen, das ist eine persönliche Schuld und das ist eine persönliche Pflicht damit, für jeden einzelnen Sportler diese Entscheidung zu treffen. Und wenn man sich selber überlegt, wenn ich jetzt dahin fahre, dann sollte ich das auch machen. Und wenn man dann nur an diesem Stück Metall interessiert ist, dann ist das natürlich schade und es wird möglicherweise einige Leute geben, die dafür egoistisch genug sind, das zu tun. Aber ich hoffe, dass ihr alle denkt, dass man selber eben dir diese Pflicht hat und man selber hier an dieser Stelle die Pflicht hat, das zu tun, auch wenn man nicht homosexuell ist und auch wenn man den Ausschluss von diesem sportlichen Event damit auslöst. Auch wenn man damit eben nur eine Symbolwirkung hat. Denn um Toleranz zu schaffen, reicht es nicht zu warten. Es reicht erst recht nicht zu warten, wenn wir über ein Land sprechen, in dem es gerade Rückschritte gibt. Sondern dann brauchen wir diese Symbolwirkung und dann brauchen wir sie von jedem Einzelnen. Und dann brauchen wir sie von euch allen, wenn ihr euch in diese Situation begebt und denkt, sollte ich das machen? Traue ich mich das wirklich? Ist es diese Medaille wert? Und wir sagen, es ist besser, sich für die richtige Sache, für eine gute Sache, nämlich für die gleichen Rechte für Homosexuelle einzusetzen und sich damit ein Denkmal zu setzen, als sich mit einer Goldmedaille ein Denkmal zu setzen. Denn die Persönlichkeit und diese persönlichen Erfolge, die werden durch andere Rekorde gebrochen, die werden durch die Zeit vergessen werden. Aber was nicht vergessen wird von einer ganzen Gruppe der Gesellschaft, die hier Repräsentation verlangen kann und verlangen muss, ist, dass man sich hier eingesetzt hat. Und das ist besonders wichtig, wenn es ein anderer für sie tut und nicht die für sich selber tun müssen. Und deswegen bin ich stolz darauf, hier auf Regierungsseite stehen zu dürfen. Vielen Dank.